Kannst du ihn bewegen? Bewegen schon, aber er macht mega weh. Wenn man Pech im Sport hat, muss man das Pechschema anwenden. Das braucht man zum Beispiel bei einer Zerrung, bei einem Bruch oder bei einer Verstufung. Zuerst kommt P wie Pause. Das heisst, man muss die betroffene Körperstelle hochlagern. Nachher kommt E wie Eis. Das bedeutet, dass man die verletzte Körperstelle 15 bis 20 Minuten kühlen muss. Dann kommt C wie Kompression. Das heisst, man muss die verletzte Körperstelle einbinden. Und zum Schluss kommt das H wie Hochlagern. Das bedeutet, dass man die verletzte Körperstelle hochlagern. Also, dann bleib sitzen. Wahrscheinlich ist es eine Verstuchung. Ja. Geh den Notfallapotheke holen. Okay. Und tu etwas zum Kühlen. Ja, ich suche. Nein. Nein, geh eine Lupe mit kaltem Wasser nass machen. Macht's weh. Ich rede dir noch deine Eltern an, dass sie dich abholen können. Und wenn sie ein paar Tage nicht besser sind, gehst du zum Doktor und sagen. Ist gut? Ja. Danke, Hanna. Niemand ist zu klein, ein Samariter zu sein.